Kumpel, es bleibt echt ziemlich schwer zu hoffen, dass Typhoo es nicht schafft, dir den fucking Vers zu toppen. Gegner Nummer 1, einen auf Gangster machen, da voll Spaß. Und Nummer 2 denkt auch, dass er als Battle-Rapper Erfolg hat. Doch du bist nur Ashiva, der von weiter Weiten der Standard-Rapper. Außer Memphis kann dich auch keiner leiden wie Antragsteller. Krasser Gangster, posierst nicht in Ghettos, sondern auf Feldwegen. Das Image von euch ist nicht authentisch, sondern höchstens zum Fremdschämen. Bandana auf und plötzlich wird Schmusesänger zu Verbrecher. Doch du bleibst wie Ashiva, statt True Gangster nur Blumenhändler. In der Quali macht Memphis einen auf, ganz bösen Dealer. Doch im Supertalent fliegt er gegen einen Panflötenspieler. Behaart wie 100 Affen, das macht echt keinen Sinn. Kann es sein, dass dieser Lugas höchstens 2 Reime bringt? Bei deinem Text merke ich, du bist doch ziemlich unbewandert. Du steigst ein Level auf und bist 100 Stufen unter Standard. Vom Supertalent Star zum Pseudo-Gangster-Image-Pfleger. Wieso krieg ich so ein Mainstream-Sänger-Kind als Gegner? Ashiva ist was gilt echt nicht vor Lukas wie George. Doch ihr seid keine Gangster, nur die fasten Loser des Dorfs. Vom Supertalent Star zum Pseudo-Gangster-Image-Pfleger. Wieso krieg ich so ein Mainstream-Sänger-Kind als Gegner? Ashiva ist weiß, gilt echt nicht von Lukas wie George. Doch ihr seid keine Gegner, nur die verhassten Loser des Dorfs. Ashiva hat seine Lines alle aus dem Archiv, also quasi zu 50% geklaut vom Massiv. Memphis oder Lukas oder Spitzer, scheißegal. Suizid wäre an eurer Stelle eine weise Wahl. Ashiva, was laberst du von deinem Vater? Du bist ehrenlos. Wenn er das sehen würde, wärst du ihn auf jeden los. Doch du sagst solche Sachen nur hinter seinen Rücken. Besser renn, Bitch, er hat sich um dich gekümmert und das war nicht selbstverständlich. Du machst nur Stress mit dem Lappen aus dem Supertalent. Und bei dir half gar nichts, auch kein simpler Stubenarrest. Also nahmst du deine Sachen und ziehst du deinem besten Freund oder deinem Vater etwas zu sagen, er war echt enttäuscht. Ich freu mich schon auf eure Gangster-Standard-Phrasen. Nach dem Battle solltet ihr das mit dem Rappen besser ganz abblasen. Dieses Battle ernst zu nehmen war bisher mein größter Fehler, denn hinter der Fassade stecken keine bösen Gegner. Vom Supertalent-Star zum Pseudo-Gangster-Image-Pfleger. Wieso krieg ich so ein Mainstream-Sänger-Kind als Gegner? Ashiva ist was geht echt nicht vor Lukas wie George. Doch ihr seid keine Gangster, nur die verhassten Loser des Dorfs. Vom Supertalent-Star zum Pseudo-Gangster-Image-Pfleger. Wieso krieg ich so ein Mainstream-Sänger-Kind als Gegner? Ashiva ist weiß, gilt echt nicht von Lukas wie George. Doch ihr seid keine Gegner, nur die verhassten Loser des Dorfs.